nach der Annahme des Islam, das erste Gebet ist ja ein bedeutendes Ereignis, aber auf der anderen Seite auch, ich hatte es vorhin schon versucht beim Gebet zu erklären, braucht es erst eine Entwicklung. Das heißt, anfangs ist man noch unsicher im Gebet, man fürchtet Fehler zu machen, man achtet anfangs mehr auf die formale Seite des Gebets und kann sich dann nicht so auf die spirituelle Seite des Gebetes konzentrieren. Das bedarf einer Entwicklung und braucht einige Zeit, damit man das Gebet vollkommen verrichtet kann, nicht nur formal, sondern auch geistig.